Ihr habt sicher schon die Frage gehört, wie lang sind Sie in der Wahrheit? Und dann wird da tüchtig diskutiert über diese Wahrheit. Ich möchte ein paar Bibeltexte mit Ihnen teilen. Wir fangen an mit Johannes Evangelium Kapitel 18, Vers 37, ein sehr bekannter Text. Und da steht geschrieben, da fragt ihn Pilatus, Bist du denn doch König? Jesus antwortete und sagte, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Das ist ein ganz wichtiges Zitat. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und dann spricht Pilatus zu ihm und er sagt zu ihm, was ist Wahrheit? Was ist diese Wahrheit, die wir kennen müssen und die wir bekennen müssen, wenn wir zu Jesus Christus gehören wollen? Das gleiche Evangelium, Kapitel 14, Vers 6, gibt uns den Kern dieser Antwort. Es steht da, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also ohne Jesus Christus kann man nicht erlöst werden. Das ist schon mal eine ganz, ganz großartige, wichtige Wahrheit. Jesus Christus ist das Lamm Gottes. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Jesus Christus ist der Einzige, der den Preis bezahlen konnte und uns erlösen konnte. Nur in Jesus Christus konnten wir wieder zum Leben kommen. In all den alttestamentischen Ritualen war Jesus Christus der Kern. Er war alles. In dem ganzen Heiligtum, alles schien und wies hin auf Jesus Christus. Er war das Lamm. Er war das Opfer, er war der hohe Priester, er war das Brot, er war das Licht, er war der Mittler, er war alles. Er war das Kleid der Gerechtigkeit. Jesus Christus, unser Erlöser, ist die Wahrheit. Wie soll ich ihn kennen? Und was muss ich tun, wenn ich ihn erkannt habe als meinen Erlöser und als meinen König? In dem gleichen Evangelium lesen wir in Kapitel 17, Vers 17. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Also die Bibel sagt mir, wenn ich Jesus Christus erkannt habe als meinen persönlichen Erlöser, und ich möchte ihn besser kennenlernen. Ich möchte wissen, wie ich ihm dienen kann. Wie ich ihm erlauben kann, dass er seine Kraft in mir wirken lässt und heiligt. Wie soll ich das machen? Die Antwort, das Wort Gottes ist Wahrheit. Also dieses Wort, diese Bibel ist die Wahrheit. Denn sie führt zu Jesus Christus, der alles umfassend die Wahrheit darstellt. Das Wort ist Wahrheit, Jesus Christus ist Wahrheit. Genügt es, wenn ich das Wort kenne? Genügt es, wenn ich Jesus Christus als meinen persönlichen Erlöser anerkenne? Oder gehört da noch etwas zu der Wahrheit? Denn Jesus Christus ist gestorben, das ist ein unglaublicher Hinweis auf Wahrheit. Da ist ein Kreuz gewesen. Das Kreuz steht da für uns, für mich und für euch. Wenn wir uns weiter betrachten, was es sagt in den Psalm 119, dann finden wir noch einen kleinen Kern der Wahrheit. Und zwar möchte ich lesen Psalm 119, Vers 34. Und weiter. Da steht geschrieben,
Und nimm ja nicht von meinem Munde das Wort der Wahrheit. Also wiederum haben wir hier das Wort und die Wahrheit. Denn ich hoffe auf deine Ordnungen. Ich will dein Gesetz halten, alle Zeit, immer und ewiglich. Und ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht. Also wenn ich Jesus Christus, den Weg, die Wahrheit und das Leben erkannt habe, und ich halte mich und richte mich nach dem Wort Gottes, dann werde ich ein Zeugnis bringen werden und ich werde auch das Gesetz Gottes in Ehre aufrechterhalten. Der gleiche Psalm, Vers 142, steht geschrieben: Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Also Jesus Christus ist die Wahrheit. Das Wort ist Wahrheit. Sein Gesetz ist Wahrheit. Und damit wir keinen Fehler machen können, Vers 151, lesen wir: Herr, du bist nahe, denn alle deine Gebote sind Wahrheit. Es hilft also nichts, wenn ich eine halbe Wahrheit vertrete. Ich muss die ganze Wahrheit vertreten. Jesus Christus, mein persönlicher Erlöser. Er hat den Preis bezahlt, das Gesetz konnte nicht komprimiert werden. Das Wort, das führt mich zu diesem Jesus Christus. Und in dem Studium des Wortes und dem Einklang mit Jesus Christus findet ein Prozess statt. Ein Heiligungsprozess, der wieder die Harmonie zwischen dem Gesetz und dem Menschen und Gott darstellt. Das Gesetz ist Wahrheit, Jesus Christus ist Wahrheit, sein Wort ist Wahrheit. Und darum können wir auch den Text in Jesaja 8, Vers 20, den wir alle kennen, so gut einschätzen. Denn da steht geschrieben: zum Gesetz und zu den Zeugnissen. Wenn sie nicht nach diesem Wort reden, ist da kein Licht in ihnen. Es muss beides sein. Es muss beides sein. Wir müssen gegründet sein in Jesus Christus und sein Gesetz müssen wir aufrecht erhalten. Die Offenbarung sagt uns in Kapitel 12, Vers 17, dass die übrig gebliebenen, die Letzten, sind diejenigen, die sich festhalten an Jesus Christus, denn Jesus Christus ist Wahrheit, und die sich festhalten an seinen Geboten, denn seine Gebote sind Wahrheit. Da sind zwei Arme. Wir können nicht den einen von dem anderen trennen. Psalm 100, Vers 5. Da lesen wir: Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. In anderen Worten, diese Wahrheit ist eine ewige Wahrheit. Und wir haben jetzt die Definitionen in der Bibel gelesen, von was Wahrheit ist. Sein Wort wird ewiglich bestehen. Jesus Christus ist der Mittelpunkt unseres Glaubens in aller Ewigkeit. Und seine Gebote wären ewiglich. Psalm 117 lesen wir in diesem kleinen Psalm, der nur aus zwei Versen besteht. Ach, wir können ihn doch lesen, es dauert ja nicht so lange. Lobet den Herrn, alle Heiden, preiset ihn, alle Völker. Denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Jesus Christus ist Wahrheit, sein Wort ist Wahrheit, seine Gebote sind Wahrheit und die Wahrheit gilt für ewig. Sie kann nicht aufgehoben werden. Es ist nicht etwas, was wir einfach beseitigen können. Diese Wahrheit steht für immer und für immer. Aber da ist ein gewaltiger Krieg gegen diese Wahrheit. Und in dieser Welt führt es langsam aber sicher zu einem Klimax. Und in diesem Klimax
wird der letzte große Kampf gestritten werden zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Jesaja 21, Vers 11, lesen wir: Dies ist die Last für Dumas. Und das ist das symbolische Wort für Edom, die Edomiten. Das waren die Nachkömmlinge von Esau, Petra, der Fels, der falsche Fels, auf dem gebaut wird, der nicht ewig gegründet ist. Im Gegensatz zu Jesus Christus, die wahre Festung, wo niemand verloren geht. Ein System der Sonnenanbetung, das ist die Last. Man ruft zu mir aus Seir, Wächter ist die Nacht bald hin? Wächter ist die Nacht bald hin? Wie viel Zeit haben wir noch? Wann ist die Nacht eigentlich da? Ich glaube, es wird recht dunkel in der Welt. Und bald werden wir erleben, was die Bibel schon lange vorausgesagt hat. Es wird eine Zeit kommen, wo wir nicht mehr das tun können, was wir hätten tun sollen, nämlich seine Wahrheit an eine ganze Welt verkünden. Eine Welt, die nicht bereit ist, um zu hören. Wir lesen im Jeremia 51, Kapitel 51, Vers 9. Da steht geschrieben: Wir wollten Babel heilen, aber es wollte nicht geheilt werden. So lasst es fahren und lasst uns ein jeder in sein Land ziehen. Denn seine Strafe reicht bis an den Himmel und langt hinauf bis an die Wolken. Wir wollten Babel heilen, aber es wollte nicht. Morgen werde ich einen Vortrag geben über den König von Babylon. Und da geht es um das Papsttum und wie es in der heutigen Zeit dasteht als König der ganzen Welt. Ich lese ein Zitat aus dem Geist der Weissagung, da steht geschrieben: Das Papsttum ist vorbereitet für zwei Klassen der Menschheit, welche fast die ganze Welt einschließen. Diejenigen, die durch ihre Werke erlöst werden wollen und die in ihren Sünden erlöst werden wollen. Hier ist das Geheimnis ihrer Kraft. Der falsche Prophet dagegen begehrt einen Weg, um Gott zu vergessen, welcher akzeptiert werden kann als ein Weg, der Gott verehrt. Und so haben wir ein System in der Welt da draußen, das eigentlich ein trügerisches System ist. Es verkündigt eine halbe Wahrheit. Es verkündigt eine Wahrheit, die nur in dem Sinne Jesu Christi ist, aber nicht einbetrachtet, dass er ein Wort hat, das Wahrheit ist, und dass sein Charakter gleich seinem Gesetz ist. Wenn wir die beiden Dinge nicht innehalten, dann haben wir nur eine halbe Wahrheit. Wir wissen auch, dass das Gesetz nicht, wie viele glauben, uns hindert und bändigt, aber dass es ein Gesetz ist, das frei macht. Ein Gesetz, das uns erlaubt, um das zu tun, was wir eigentlich tun wollen, weil es uns Freiheit gibt in Jesus Christus. Ich möchte lesen aus Jakobus Kapitel 1, Vers 25. Da steht geschrieben: Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt, ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinen Tagen. In anderen Worten, das Gesetz Gottes ist ein Gesetz, das frei macht. Es ist nicht ein Gesetz, das uns bindet. Wir lesen auch in Kapitel 2, Vers 12 ungefähr das Gleiche. Da steht geschrieben: Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Also dieses Gesetz der Freiheit ist auch der Maßstab für das Gesetz. Jetzt, wenn Wahrheit frei macht, wenn wir das Gesetz halten, wenn das uns Freiheit gibt, dann muss der Gegensatz dazu uns in Gefangenschaft hineinführen. Jesus Christus ist gekommen,
um das, was gefangen war, zu befreien. Und wer war derjenige, der alles gefangen hielt? Es war Satan. Und Jesus Christus hat gesagt, dass dieser Satan hier auf Erden herrscht. Er will alle gefangen haben und die Zeit der Not, die wir entgegengehen, ist schon fast da. Ich möchte noch dein Zitat lesen. Die Zeit der Not und Pein, die uns bevorsteht, wird einen Glauben fordern, welcher Müdigkeit, Verzögerung und Hunger ertragen kann. Einen Glauben, welcher nicht ausgelöscht werden kann, wenn er auch stark versucht wird. Haben wir so einen Glauben? Haben wir einen Glauben, dass wir nicht gerüttelt werden können? Wissen wir, was Wahrheit ist? Wie lang sind wir in der Wahrheit? Seitdem wir Jesus Christus erkannt haben, wissen, dass sein Wort Wahrheit ist und dass sein Gesetz ewiglich währt, dann sind wir in der Wahrheit. Jedes Gesetz ewiglich währt. In dieser Zeit des Trübsals wird seine Wahrheit uns ein Schild und Gurt sein. So sagt der Geist der Weissagung. Ich möchte euch ein paar Dias zeigen, von wo wir stehen im Strom der Zeit, wenn es kommt zu der Unwahrheit und zur Gefangenschaft. Ich möchte nicht den ganzen Vortrag, den ich einmal hier hielt, Heilung der politischen Wunde, wiederholen. Also ich gehe nicht die ganze Kirchengeschichte durch, wieder von Anfang an, mit den Weltkriegen und dergleichen. Aber von 1992 bis jetzt ist da einiges passiert. Und ich glaube, wir sind stark auf dem Wege zu diesem Punkt, der vorausgesagt wurde in der Bibel und wo es steht, wir sind fast in der Zeit von Jakobs Not. Können wir die Lichter aushaben? Und das erste Dia. Die Bibel sagt voraus, dass das System, das päpstliche System, regieren wird auf dieser Welt. Dass Kirche und Staat wieder zusammenkommen werden und dass, wenn dieses geschehen ist, dann wird die gleiche Verfolgung stattfinden, die in den mittelalterlichen Zeiten auf dieser Erde herrschte. Die Kirche und der Staat zusammen werden diejenigen verfolgen, die für die Wahrheit aufrecht stehen bleiben. Das sind diejenigen, die behaupten, die Wahrheit ist ein Glaube in dem wahren Jesus Christus. Derjenige, der für mich gestorben ist, weil das Gesetz nicht kompromittiert werden konnte. Und darum glauben wir, dass wenn wir ihn lieb haben, müssen wir ihm, seine Gesetze, seine Gebote, müssen wir glauben. Ein Land nach dem anderen schließt sich an bei dieser großen Bewegung auf dem Weg zur neuen Weltordnung, wo alle Länder zusammenkommen mit dem Papsttum. Johannes Paulus ist ein Superstar. Gestern Abend haben wir gesehen, dass alle Christen von den Pfingstlerkirchen auch glauben, sie sind Superman. Also wir haben eine schwere Macht gegen uns, nämlich ein Superstar und Superman. Die werden schon was verrichten können. Wir wissen, dass die katholische Kirche behauptet, dass sie die Mater Ecclesia ist, dass sie die Mutter aller Kirchen ist. Und wir wissen auch, dass Offenbarung 13 voraussagt, dass die ganze Welt hinter ihr herlaufen wird. Auch wissen wir, dass sie eine tödliche Wunde erhielt in 1798 und dass danach die Wunde geheilt werden soll und die Könige der Welt und alle Kirchen hinter ihr herlaufen wollen. Die katholische Kirche behauptet in katholischem Enzyklopädia von 1911, dass da keine schlimmere Sünde ist oder Tat ist als, was ist Heresy schon wieder vergessen? Ketzerei. Und darum muss es ausgerottet werden mit Feuer und dem Schwert. Ketzerei
pro Definition ist irgendetwas, was gegen katholische Lehre ist. Und wir haben auch in dem Vortrag gestern gesehen, dass der Protestantismus nicht mehr protestiert. Wir haben auch in dem Vortrag von gestern gesehen, dass nach katholischer Kirche da nur noch ein Protestant übrig ist. Nur noch einer, der protestiert. Und das beim Namen genannt, die Siebenten-Tags-Adventisten. Ich glaube nicht, dass dieser Verfolgungssinn irgendwie verschwunden ist. Er ist nur unterdrückt, bis dass der Tisch vollkommen gedeckt ist. Ignatius Loyola, der Stifter der Jesuiten, mit einem Versprechen, dass diese Institution das Papsttum wieder aufrichten wird und dass die ganze Welt hinter dem Papsttum herlaufen soll. Dieses System hat sich eingesetzt, um alles Mögliche zu tun, um das Papsttum zu fördern. Wir wissen, dass da Zeiten waren, wo die Jesuiten stark waren und dass da Zeiten waren, wo sie schwach waren. Der jetzige Papst hat vor kurzem die Jesuiten wieder voll eingesetzt, vor allem nachdem der eiserne Vorhang runterkam. Und Time Magazine hatte einen Artikel, Making up with the Jesuits, macht es wieder gut mit den Jesuiten. Und dann hat es die Zeilen gehabt, wo das Papsttum erklärt hat, dass die Jesuiten müssen den Weg vorbereiten. Jetzt, was ist das Versprechen der Jesuiten? Was verspricht ein Jesuit, wenn er ein Jesuit wird? Kommen wir, lesen mal, was da vor sich geht. Ich in der Gegenwart, ich so und so, wer es auch immer ist, in der Gegenwart von dem allmächtigen Gott, Maria, Michael, Johannes der Täufer und dann noch eine ganz andere Reihe, verspreche das Folgende und so weiter. Wir brauchen ja nicht alles lesen, dass das Papsttum das Oberhaupt der Kirchen ist. Ich weiterhin erkläre, dass ich helfen werde und alles Mögliche, was ich tun kann, tun werde, um dafür zu sorgen, dass die Protestanten und liberalen Doktrinen vernichtet werden, ob sie legal sind oder anders. Weiterhin verspreche ich und erkläre, dass es nichts macht, was für eine Religion oder was für eine Partei oder was auch immer da ist. Ich werde mich voll dafür einsetzen. Ich werde alles tun, um durch Wort, Schrift, Gegenstand oder was auch immer meinen Vorgesetzten in allem gehorsam zu sein, auch wie ein Kadaver, wie ein Körper, dass ich ganz und gar gehorsam bin. Und dann, ganz wichtig, dass ich zu irgendeinem Teil der Welt gehen werde, ohne zu meckern, ohne zu murmurieren, dass ich mich da verkleiden werde, wie es sein soll. Ich werde irgendwas sein, was notwendig ist. Ich werde ganz untertänig sein. Und dann werde ich Krieg führen. Nimmer endigenden Krieg. Im Geheimen, im Offenen, gegen Protestanten und Liberalen. So wie mir vorgesagt wird. Um sie zu vernichten und auszulöschen von der ganzen Erde. Ich werde nicht Rücksicht nehmen auf Geschlecht. Ich werde nicht Rücksicht nehmen auf Alter. Noch werde ich Rücksicht nehmen auf ihren Zustand. Es ist egal, ob sie im Rollstuhl sitzen oder nicht, heißt das. Dass ich sie hängen werde, kochen werde, dass ich sie zerreißen werde, schlagen werde, verwürgen werde, lebendig begraben werde, diese Ketzer. Ich werde ihre Mägen aufreißen, ich werde ihre Barmutter aufreißen, ihre Kinder rausreißen, ihre Babys die Köpfe einschlagen gegen die Mauern und ich werde sie für ewig von dieser Welt vernichten. Wenn ich das nicht im Offenen tun kann, dann werde ich es im Geheimen tun, mit der giftigen Tasse, mit einem Verwürgungsgürtel, mit dem Stahl eines Klaviers, mit einer Kugel.
Und es ist mir egal, was ihr Stand ist in der Gemeinschaft, wie viel Autorität sie haben, wie wichtig sie sind. Und ich werde das öffentlich oder privat machen, wie mir gesagt wird, durch irgendeinen Agenten des Papstes oder der Brüderschaft des heiligen Glaubens der Vereinigung der Jesuiten. Mit so einem Versprechen geht man durch die Welt. Das ist der Gegensatz zu dem Gesetz der Freiheit. Das ist das Gesetz der Unterdrückung, der Vernichtung. In der Vergangenheit haben sie das getan. Sie haben die Waldenser verfolgt, sie haben die Kinder genommen, sie haben die Köpfe eingeschlagen, sie haben die Mütter aufgerissen, sie haben sie vernichtet, wo sie konnten. Das Versprechen ist aufgezeichnet in the Congressional Records of the United States of America. Das Versprechen gilt heute noch immer. Vielleicht nicht jeder Jesuit, aber im inneren Kreise, gilt dieses Versprechen noch genauso, wie es in anderen okkulten Organisationen auf dieser Erde gilt. Die Geheimnisse werden völlig eingehalten. Diese Organisationen beeifern sich, um den letzten Krieg herbeizuführen gegen denjenigen, die sich auflehnen gegen Gesetze, die nicht Gottes Gesetze sind, aber Gesetze des Papsttums. Offenbarung 13, Vers 10. Derjenige, der in Gefangenschaft führt, wird selbst in Gefangenschaft geführt. Derjenige, der mordet mit dem Schwert, wird selbst gemordet werden. Hier ist die Geduld der Heiligen. Und dieser Text weist hin auf den Zeitpunkt, wo der Katholizismus in Gefangenschaft ging. Wir haben ein Datum für dieses Text. Der erste Teil von Offenbarung 13, Vers 1 bis 9, gibt uns all die Eigenschaften des kleinen Horns. Es ist das Papsttum. Und dann kommt dieser Vers 10, der sagt, derjenige, der das gemacht hat, der Gefangene genommen hat, geht selbst in Gefangenschaft. So, die Zeit für diesen Text ist 1798. Und dann sah ich ein anderes Tier, das kam aus der Erde hervor, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm, aber sprach wie ein Drache. Und wir haben eben gesehen, wie ein Drache spricht. Denn die Bibel sagt, dass der Thron des Papsttums wird ihm gegeben durch Satan selber. Denn der Drache gab ihm seinen Thron und Macht und viel Autorität. Und die Stimme des Drachens haben wir eben gelesen. Es war keine angenehme Stimme, es war eine Stimme der Verfolgung, eine Stimme des Hasses, eine Stimme der Auflehnung gegen alles, was göttlich ist, was biblisch ist, was wir gesehen haben in Jesus Christus und seiner Wahrheit, als er hier auf Erden lebte. Dieses Tier kommt nach dem Vers 10. Sogar John Wesley in seinen Notizen hat geschrieben über Offenbarung 13 und das in 1754, sagt er, das zweihörnige Tier, muss noch kommen, aber er kann nicht weit weg sein, denn er soll erscheinen nach den 42 Monaten des ersten Tieres. Und da muss man wissen, dass diese Reformer haben genau gewusst, wer das Tier ist. Sie haben kein Problem gehabt, um das Papsttum zu identifizieren. In Nürnberg könnt ihr ja im Ratshaus schauen, ob sie ein Problem gehabt haben mit den Tieren Daniels und der Anerkennung oder der Auskennung des Tieres. Also John Wesley hat gewusst, nach 1754 muss das zweite Tier erscheinen. Das erste ging erst in Gefangenschaft 1798. Es gibt nur eine politische Organisation, die qualifiziert. Die Datums. 1776, Amerika, Declaration of Independence, Unabhängigkeit. 1783, Unabhängigkeit anerkannt durch die meisten in der Welt. 1787,
die amerikanische Verfassung. 1791, die Bill of Rights, Menschenrechte. Und dann 1798, Frankreich, die mächtigste Macht Europas zur Zeit, gibt die finale Anerkennung an Amerika. Frankreich 1798 tötet das erste Tier. Berthier nimmt den Papst gefangen. In dem gleichen Jahr 1798 Anerkennung für Amerika. Das erste Tier geht in Gefangenschaft, denn er hat getötet mit dem Schwert, er wird selbst getötet. Die Macht wird ihm weggenommen, er ist nicht ein Tier, wenn er keine politische Macht hat. Und dann kommt das zweite Tier, genau zur richtigen Zeit, sogar im selben Jahr. Und dann 1863, die Sklaven werden befreit. Es ist ein Freiheitsgestier, die Befreiung der Sklaven. Wir lesen in den Verfassungen Liberty and Justice for All, Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Und im Gegensatz, harry them out of the land or hang them, die Stimme des Drachens, schmeiß sie aus dem Land oder häng sie auf, vernichte sie. Die Lammesstimme, Freiheit und Gerechtigkeit, des Drachens Stimme, vernichte sie. Was sagt das Lamm in der amerikanischen Verfassung? Congress wird kein Gesetz machen, das Religion delegiert oder die Freiheit der Religion einschränkt. Das ist die amerikanische Verfassung. Es soll kein religiöser Test bestehen oder je überhaupt gebraucht werden für irgendeine Person, die in dem Dienst der Vereinigten Staaten stehen soll. Also Religion darf nie wieder zum Feind des Menschen werden. Wir glauben, dass diese Wahrheit selbstverständlich sind, dass alle Menschen gleich sind und gleich geschaffen sind vor Gott. Sie sind durch ihren Schöpfer mit bestimmten, unveränderlichen Rechten gesegnet. Das ist die amerikanische Verfassung. Unter diesen Rechten ist das Recht zum Leben, zur Freiheit und zu der Suche nach Glück. Es kommt aus Oxford History of the American people. Das sind lammartige Dogmen. Leviticus 25, Vers 10. Verkündige Freiheit durch das ganze Land an allen Bürgern. Sieht man die Lamm-Eigenschaften dieses Tieres? Lukas 4, Vers 18. Er hat mich geschickt, um die mit gebrochenem Herzen aufzurichten, zu heilen. Und Freiheit für die Gefangenen. Die Sklaven sind frei. Amerika hat Lamm-Eigenschaften. Jeremia 34, Vers 8 bis 9. Verkündige Freiheit, Liberty, dass jeder Mann seinen freien männlichen und weiblichen Sklaven befreien soll. Also die Sklaven sollen freigehen, sagt das Evangelium. Das Lammtier Amerika erscheint, genau zur richtigen Zeit. Das erste Tier empfängt eine Wunde, eine tödliche Wunde. Im gleichen Jahr wird Amerika anerkannt. Es ist wie ein Lamm, es verkündigt Freiheit. Die Sklaven werden befreit. Alle diese Eigenschaften, die wir in der Bibel finden. Aber tragisch, es wird reden wie ein Drache. George Washington. Every man conducting himself as a good citizen and being accountable to God alone for his religious opinions ought to be protected in worshipping the deity according to the dictates of his own conscience. Jeder soll selbst entscheiden, wie er Gott dienen will. Der Staat hat nicht das Recht, um das zu zwingen, was einige von ihm verlangen. Benjamin Franklin hat gesagt, Religion ist gut und ich glaube, es kann sich selber unterstützen. Wenn es Wahrheit ist, dann muss es auf eigenen Beinen stehen. Es hat keinen Staat nötig.
Thomas Jefferson, Almighty God has created the mind free. Wir sind frei, um zu wählen, ob wir es annehmen wollen oder nicht. James Madison, a connection between them is injurious to both. Staat und Kirche sollten geteilt werden. Das sind Lamm-Eigenschaften dieses Tieres. Es ist wie ein Lamm, aber es wird sprechen wie ein Drache. Und wir haben die Stimme des Drachens gehört. Dieses Tier wird diese Lamm-Eigenschaften aufgeben. La Civiltà Cattolica. The Roman Catholic Church must demand the right to freedom for herself alone. Die römisch-katholische Kirche muss das Recht zur Freiheit nur für sich selbst in Anspruch nehmen. Die römisch-katholische Kirche sagt, nur sie hat Recht auf Freiheit. Alle anderen können Freiheit nur bekommen unter der Bedingung, dass sie das Papsttum akzeptieren. Die römisch-katholische Kirche, der römisch-Katholik muss seine Stimme gebrauchen, sodass die Katholiken auch in Amerika die Macht in die Hände bekommen. Katholische Welt, Juli 1870. Und was sagt sie weiter? Papst Pius der IX. Sagt, verflucht sei die, die Freiheit sagen. Freiheit des Glaubens und des Gewissens. Und Gottesdienst und solche, die glauben, dass die Kirche nicht Gewalt gebrauchen darf. Das ist schon ein schlimmes Zitat. Verflucht sei die, die sagen, die Kirche darf nicht Gewalt gebrauchen. Hat Jesus Christus je einen mit Gewalt bekehrt? Er hat die Wahrheit verkündigt. Einige haben gesagt, dies ist ein hartes Wort. Dies ist ein hartes Wort. Wer kann das schlucken? Und einige haben sich von ihm abgekehrt. Aber er hat sie nie gezwungen, zu ihm zurückzukehren. Die Kirche hat das Recht, um zu erwarten, dass die katholische Religion die einzigste Religion des Staates ist und dass alle anderen Religionen abgeschafft werden müssen. Jetzt, das ist vor Vatikan II. Aber da muss ich dazu sagen, dass heute ist es noch das Gleiche. Man muss Rom anerkennen, vor dem man existieren darf. Alle Katholiken sollten ihre Macht ausüben, sodass die Verfassung der Vereinigten Staaten geändert wird, sodass sie im Einklang kommt mit denen der katholischen Kirche. Papst Leo der 13., The Great Encyclical Letters. Das ist schon eine schlimme Aussage. Mit anderen Worten, was steht im Wege des Papsttums, sodass er alle Menschen zwingen kann, um ihm zu folgen, eher als den wahren Jesus Christus. Die amerikanische Verfassung. Früher war es noch Kommunismus, das Ottomanische Reich. Diese müssen alle vernichtet werden und endgültig auch die amerikanische Verfassung. Sie steht in ihrem Wege. Katholiken müssen alles Mögliche tun, um das zustande zu bringen, dass die Scheidung von Kirche und Staat endgültig stattfinden kann. Mit anderen Worten, die beiden müssen wieder zusammenkommen. Staat und Kirche müssen zusammenkommen. Und die Katholiken in diesem Land Amerika müssen alles tun, sodass das passieren kann. As soon as possible for the wished union and concord of state and church. Kirche und Staat zusammen. Die amerikanische Verfassung hindert diesen Prozess. Archbishop of Ireland sagt das Folgende: Unsere Arbeit ist, um Amerika katholisch zu machen. Es ist genug, um zu sagen, dass dieses Werk von Gott gewollt ist. Wir sind Crusaders, Kreuzer, und wir müssen das mit Enthusiasmus tun. Und dann hier, das Datum 1963, The Catholic News, Juli 25. Ich möchte jemand haben, der in Amerika sagt und aufsteht und schreit, zur Hölle mit der amerikanischen Verfassung. Wie sieht denn das aus? Gib uns Gerechtigkeit, gib uns Ordentlichkeit und zur Hölle mit der amerikanischen Verfassung.
Es scheint, als ob die katholische Kirche laut schreien kann und keiner sagt ein Wort. Das Einzige, was zwischen uns und Verfolgung steht, ist diese amerikanische Verfassung. Und 63 sagen sie zur Hölle mit der Verfassung. Dann lesen wir auch, dass Papst Pius der 9. Dezember 1864 schon gesagt hat, Kirche und Staat sollen zusammenkommen. Alles andere ist verflucht. Freiheit ist verflucht. Kirche, Staat zusammen. Papst Gregory sagt, dass unbeschränkte Freiheit im Denken ist nicht eins der Rechte der Menschen. Und es ist nicht etwas, was unterstützt werden könnte. Wir lesen in Offenbarung 13, Vers 12, dass dieses zweite Tier Amerika all die Macht des ersten Tieres ausüben wird. Mit anderen Worten, das erste Tier, das Papsttum, hat diejenigen verfolgt, die ihm nicht Gehorsam erzeugen wollten. Und das zweite Tier Amerika wird das Gleiche tun. Aber die amerikanische Verfassung hindert es. Wir haben auch gesehen gestern in dem Vortrag, dass ein Ding, was dazu beitragen wird, Kirchen und Staat zusammen haben wollen, ist die Macht des falschen Propheten. Durch Zeichen und Wunder wird es scheinen, als ob Gott mit dieser Bewegung ist. Und durch diese Zeichen und Wunder wird Amerika sich endgültig anders entscheiden. Kirche und Staat werden zusammenkommen. Die amerikanische Verfassung wird aus dem Weg geräumt werden. Hier haben wir Rom, diesen gleichen Baustil wie das Zentrum in Amerika. Da, wo die Regierung sitzt, der amerikanische Staat, der vatikanische Staat, das eine ist ein Bild des anderen. Nicht nur in der Architektur, sondern auch im Wesen wird es das Bild des einen sein. Beide haben seine tödliche Wunde vor kurzem empfangen, sowie eine mini-kleine These, eine Mini-Verarbeitung dieses Planes, dass es wieder lebendig werden wird und die ganze Welt wird ihnen folgen. Sogar hier ist das Bild ähnlich des Tierens. Und heute ist es bestätigt, dass das Papsttum durch Amerika anerkannt wird als die moralische Macht der Welt. Der Superstar. Die Weltwoche. Wir brauchen eine globale Rechtsordnung. Es ist nicht genug, dass jeder Staat sein eigenes Ding tun kann. Wir brauchen eine globale Rechtsordnung. Irgendjemand muss als Weltpolizist auftreten, um dafür zu sorgen, dass alles nach diesen Tänzen geht. Die amerikanische Verfassung steht aber im Weg. Amerikas heiliger Krieg. Gott muss zurück ins Land. Es wird heute so weit getrieben, dass die Verfassung scheint, den Glauben von dem allgemeinen Menschen wegzuhalten. Und es sieht so aus, als ob diese Verfassung im Wege der Gerechtigkeit steht. Darum können sie laut schreien, to hell with the Constitution, zur Hölle mit der Verfassung. Gerade kurz vor dem ich herkam, erschien das neue Buch von Papst Johannes Paulus II. Dieses Buch, Crossing the Thresholds of Hope, wir treten über die der Schwelle der Hoffnung, redet das Papsttum ganz offen über seine Ziele. Er redet ganz offen über verschiedene Religionsgruppen, er redet über Islam, er redet über das Judentum, andere Christen und er behauptet, dass zum ersten Mal ist da wirklich Hoffnung, dass sein Plan jetzt gelingen wird. Er hat alle Hoffnung in der Welt. Wir wissen, dass der eine große Gegner, nämlich der Kommunismus, ist aus dem Weg geräumt. Ein Mann ohne ein Land. So dieses Antikatholische ist weg. Und wir haben es geschafft, das Papsttum hat es geschafft,
durch den es die Wirtschaft in den Händen hatten. Noch ein Zitat hier, New York Post, August 22, 1962, Jacksons Martidell, Präsident von der amerikanischen Institute of Management, sagt: Entweder Kommunismus wird die Welt regieren oder die katholische Kirche wird es verhindern. Wer hat den, was ist es, EU gestiftet? Für mein Geld die Katholiken. Also wer beherrscht die Wirtschaft in dem neuen Europa? Wer hat die Macht in der Hand? Nach diesen hohen Persönlichkeiten ist es die katholische Kirche und niemand anders. Kommunismus verschwindet vom Erdboden als Gegner des Katholizismus und ein Land nach dem anderen muss kapitulieren. Und wir haben die Geburt einer globalen Nation. Der Kalte Krieg, der kommt zu Ende. Die Waffen, die sollen vernichtet werden. Aber es gibt noch so einige Gruppen, die glauben, sie könnten vielleicht die Weltmacht übernehmen oder ihre Ideologie auf die Welt aufzwingen. Aber der Katholizismus sagt, nein, nur ich bin an der Macht. Und die Bibel sagt, die ganze Welt wird sich fügen. Sie werden alle den Tieren nachlaufen. Dieser Mann wurde belohnt, Man of the Decade, als für seine große Arbeit. Und der Islam, das war das Einzige, was noch im Weg war. Die eine Ideologie, die noch imstande war, das Papsttum aufzuhalten. Die amerikanische Verfassung und der Islam. Die beiden, die waren noch im Weg. Kommunismus wurde auf die Knie gezwungen. Und dieser Mann, Sadat, war der Erste, der gebraucht wurde, um den Islam langsam umzukehren nach dem Westen und natürlich auch zu der Sicht des Papsttums. Er wurde ermordet, aber er wurde belohnt. Er war ein Mann des Jahres. Sie sind immer Männer des Jahres. Diese Macht des Islams wurde festgehalten in einer Person, Ayatollah Khomeini. Und dann wurde ein Krieg ausgelöst zwischen Iran und Irak. Und Irak wurde militärgestützt durch die westliche Welt und der andere durch den Osten und langsam über Jahre, 8 Jahre, wurde ein Krieg geführt, der den Islam auslaugte, der ihn in die Knie hineinzwang. Und endgültig krachte die militärische Macht dieses Islams zusammen. Es waren noch Fundamentalisten überall, die die Macht ausüben wollten und die nicht den Glauben aufgeben wollten, dass sie doch noch die Welt beherrschen können. Aber die Macht des Islams war endgültig konzentriert in einem Land, nämlich Irak. Und dann, wie ihr ja wisst, das Wunder. Ein Mann, der sich bereit erklärte, die ganze Welt auf sich zu nehmen und gegen ihr zu kämpfen. Seine militärische Macht wurde gebraucht. Seine Generäle sind römisch-katholisch. Er ist Islam. Und dann wurde alles vernichtet, alles, was er hatte, jede Macht, die da war, wurde vernichtet. Die Frage ist, wieso ist er heute noch in der Regierung? Wieso wird da nichts getan? Hat er nicht ein großes Werk verrichtet? Und wie sieht es aus mit Sarajevo? Remember Sarajevo. Wieso hat die Welt vergessen, was in Sarajevo los ist? Wieso schreit die Welt, tu etwas, irgendetwas, aber tu doch nur etwas. Ethnische Reinigung. Das alte Ottomanische Reich stand wider dem Katholizismus. Und überall in dem neuen katholischen Reich, das in Europa aufgebaut werden soll, sind da noch kleine Gruppen von diesem ottomanischen islamitischen Reich. Aber die ganze Welt muss Rom akzeptieren und das heilige katholische römische Reich muss wieder aufgerichtet werden auf Erden.
Der Islam, der im Weg war, muss vernichtet werden. Die große militärische Macht ist vernichtet. In Sarajevo wird behauptet, es sind die Serbien. In Serbien behaupten sie, es sind die Kroatien. Aber die Welt, denen wird es erzählt, es sind die Serbien. Und so langsam aber sicher werden die islamitischen Gruppen in diesem alten römisch-katholischen Reich eins nach dem anderen vernichtet, ohne dass die Welt etwas daran tut. Warum? Sie müssen beseitigt werden. Sie müssen aus dem Weg geräumt werden. Tschetschenien, wieso schreit die Welt, aber sie tut nichts? Wer ist da an der Regierung? Sind es Leute, die dem Katholizismus gutgesinnt sind? Oder sind es fundamentalistische islamitische Gruppen? Es sind fundamentalistische islamitische Gruppen. Es wird nicht aufhören, bis sie ganz in die Knie gezwungen werden. Operation Restoring Hope. Clinton schickt die Soldaten nach Somalien. Frage, wieso nicht auch nach Bosnien? In Bosnien geht es doch gut. Der Islam kriegt ja eine auf den Deckel da. Wieso sollen wir Soldaten schicken? Wir schicken so ein paar Figuren, die da rumstehen und nichts tun, bis das Werk fertig ist. Und dann sieht es aus, als ob wir etwas tun. Aber hier in Somalien ist da auch so eine fundamentalistische islamitische Gruppe, die die Regierung beherrscht. Also erstmal Sympathie aufbauen. 1993, Truppen werden geschickt und wir haben einen Warlord-Country, Somalia. Und da ist der Aidid und Ali Mahdi, die sich unterhalten. Ihr seht also, dass ein Time Magazine-Fotograf kein Problem hat, Aidid zu fotografieren. Richtig? Time Magazine, kein Problem. Aber die mächtige CIA erklärt, den Aidid, den kann man nicht fangen. Der ist zu schlau. Keiner kann an ihn rankommen. Aber ein normaler Fotograf hat kein Problem. Und dann sagen sie, wir wollen gerne das Essen verbreiten, aber diese Warlords, die sind uns im Weg. Und Aidid, den wir nicht fangen können, der ist jetzt da. Da ist er, in einem islamitischen Versteckplatz. Und dann kommen die Helikopters mit ihren großen neuen Waffen und da, 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 vernichten sie alles. Und dann wird angekündigt, oh Schreck, Aidid war nicht da, er war geflüchtet. Wo ist das andere islamitische militärische Gebiet? Da ist er hingegangen. Dann kommen die Helikopters. Da, 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 alles weg. Oh Schreck, Aidid war nicht da. Er ist entflüchtet. Wo ist er denn? Aha, zu dem anderen islamitischen Machtgebiet. Da, 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 da. Bis nichts mehr übrig war. Und dann sind sie gegangen. Und die Welt hat nichts gemerkt, denn solche Bilder zeigen, dass es richtig war, dass es so getan wird. Islam wird systematisch auf die Knie gedrückt. Es ist noch ein Land, was protestiert, und das ist Libyen. Und gerade jetzt hat der Präsident von Amerika angekündigt, dass die Sanktionen gegen Libyen bleiben. Und natürlich, der allgemeine Islam hat das Knie gebeugt. The Keys of this Blood hat schon vorausgesagt, dass dieser Islam nicht siegen kann, denn er hat nicht die Macht, die das Papsttum hat. Nur im Papsttum steht diese Macht. Es ist eine große Idee, diese neue Weltordnung, verschiedene Nationen, die zusammenkommen für einen Zweck. Nur die Vereinigten Staaten haben den moralischen Stand und die Macht, um es auszuführen. Die Bibel hat gesagt, diese Macht wird sprechen wie ein Drache. Warum gehen sie nicht nach Sarajevo? Warum schreit keiner über Tschetschenien? Wieso haben sie alles flach gemacht in Somalien, wenn sie Essen hätte bringen sollen? Weil der Islam muss flach gemacht werden. Eins nach dem anderen muss es so passieren. Sogar der neue große Weltatlas hat die neue Weltordnung schon drin. Und dann ist es interessant, wer der Drucker ist. Da unten steht es nämlich, ISIS. Und das
ist die ägyptische Göttin. Das ist das Gleiche wie Maria, das ist das Gleiche wie der Katholizismus. Denn es ist ein Katholizismus. Israel und der Vatikan, Verbindungen. Das Problem zwischen Israel, dem Judentum und dem Vatikan ist gelöst. Denn schon in der Zeit zu Auschwitz haben die Katholiken dafür gesorgt, dass die orthodoxen Juden zum größten Teil vernichtet werden. Adolf Hitler hat gesagt, das Himmler ist mein Ignatius of Loyola. Und somit ist da kein Problem mehr, denn das Land ist säkulär. Man kann gut zusammenarbeiten zwischen den beiden. Und natürlich, der Islam, der musste die Knie beugen. Und sogar die Araber werden gezwungen, um Frieden zu machen. Die Kriege, die jetzt am Gange sind, sind nur das Aufräumen. Das bisschen, was noch widerspenstig ist, schnell flach machen, bis es vorbei ist. Und Maastricht und das Heilige Römisch-Katholische Reich soll sich wieder ausbreiten. All die Länder haben jetzt beantragt, um Mitglied zu werden. Polen, die alte Tschechei, alle wollen sie Mitglied werden, denn es gibt keinen Ausweg. Like many revolutionary ideas, united Europe is not a new notion. Das Vereinigte Europa ist nichts Neues. Dieser Traum von dieser Ordnung und dieser Einheit war schon zu Zeiten Roms und des Kaisers. Und es ist auch ein Kind der römisch-katholischen Kirche. Time Magazine, Oktober 6, 61. Es ist eins und dasselbe. Noch ein paar, die widerspenstig waren gegen diese neue Weltordnung, die sich nicht unterstellen wollten an ein System, das ihnen vorschreiben kann, welche Menschenrechte sie einnehmen müssen, denn das sind katholische Menschenrechte, war Haiti. Und wenn wir uns das betrachten, sehen wir, dass Go, das ist der Vizepräsident, hat gesagt, hier Haiti muss das Militär weichen. Ja, der steht verkehrt rum, aber ihr kennt ihn ja. Immer diese Gesichter, die so aussehen, so lang und so schlimm, die werden gedruckt von denjenigen, die verschwinden müssen. Und dieser Mann muss wieder eingesetzt werden. Jetzt wundere ich mich, warum er eingesetzt werden muss. Da steht nämlich, er ist ein charismatischer römisch-katholischer Priester. Und darum muss er da wieder eingesetzt werden, denn dann ist auch Haiti unter der Fackel des Katholizismus. Ich sehe in Deutschland, und zwar in diesem Dorf, gibt es ein Plätzchen, das heißt Nelson-Mandela-Platz. Ich komme ja von diesem Land. Und da steht er mit seinem Black Power Salute, mit seiner Winnie an seiner Seite, als er befreit wurde. Und dann Shaking Hands on a New Constitution, eine neue Verfassung. Und diese Verfassung ist eine Verfassung, die der römischen katholischen Kirche zusagt und nicht mehr dem Protestantismus. Er ist ein Held in der ganzen Welt und natürlich auch in Amerika. Zwei Tage, nachdem sie den Nobelpreis enthalten haben, de Klerk und er, sind sie natürlich nach Rom, wo sie mit dem Papst Johannes Paulus II. Sprechen sollten. Denn die haben das eingeführt. Und genau wie damals in Polen, wo Lech Walesa, nachdem alles so ging, wie die katholische Kirche es geplant hatte, wo Lech Walesa in der Öffentlichkeit sich bekannte zum Papsttum, durch den er die Hostie zu sich nahm, so auch hier. Nelson Mandela empfängt die Hostie in der Öffentlichkeit. Die Zeitungen haben geschrieben, wir dachten, du bist ein Atheist und ein Kommunist. Jetzt sehen wir, du bist ein Katholik. Und dann sagt die Zeitung, praise for the church. Religion is our blood, sagt er. Die katholische Kirche insbesondere hat eine ganz wichtige Rolle gespielt. Ein Land nach dem anderen unterstellt sich Rom, sogar mein eigenes Land. Und wie wird man belohnt? Man of the Year.
Also jetzt haben wir schon Gorbatschow, Man of the Year, hat sein ganzes Land hergegeben. Boom. Mensch des Jahres. Ein Mann, der sein Leben gegeben hat. In Israel und in Ägypten. Mann des Jahres. Jetzt haben wir einige Männer des Jahres. Islam, hier festgelegt. Südafrika, Israel, alle sind sie unterstellt dem Vatikan. Ein Land nach dem anderen. Welcome to the club. Middle East, South Africa. Ist das nicht toll? Alle sind sie eines. Hier ist die Einsegnung von Nelson Mandela. Man hat mehr lila und rot gesehen als irgendetwas anderes. Und die Bibel sagt ja, dass sie gekleidet ist in Purpur und in Rot. Und diese Leute haben die wichtigste Stelle eingenommen. Wir sehen alle Religionen hier nebeneinander. Den Hinduismus. Hier ist Desmond Tutu. Desmond Tutu hat gesagt, hier auf dem Fernsehen, wir sind alle Regenbogenkinder. Das ist New Age. Und dann haben sie das Einsegnungslied an Gott gesungen. Erstens haben sie den Feminismus und den New Age-Gedanken von einer Mutter Gott vertreten, denn sie haben gesagt, die Frauen immer als erstes. Weiterhin haben sie Gott nur als Person angesprochen, aber nicht als Vater. Und dann haben sie gebetet und ein Lied gesungen, worin sie sagten, wo der Kehrvers war, ich bin mein eigenes Opfer, bitte akzeptiere es Gott. Ich bin mein eigenes Opfer, bitte akzeptiere es Gott. Regenbogenkind möchte ich nicht gerne sein. Und China und Korea haben sich noch ein bisschen aufgeregt. Ein paar Jahre her hat China noch gesagt, der Papst ist unser größter Feind. Star Wars 2. Wollt ihr gehorsam sein oder wollt ihr wie Irak eine auf den Deckel kriegen? Wir vernichten euch. Und somit kapituliert der Osten. Ganz China, Korea, alle unterstellen sich. Und wir gehen zu einem pazifischen Zeitalter. Und so weit geht es, dass der Papst jetzt gerade zum Osten gehen konnte. Und der ganze Buddhismus unterstellt sich ihm. Tausende begrüßen ihn, jubeln ihm zu. Denn der Dalai Lama hat gesagt, ich sehne mich auf den Tag, wo der Papst von Rom im Vereinigten Unionen sitzt, steht und für alle Völker und Religionen der Welt spricht. Und er wird der Mann des Jahres, 1994, Dezember 94. Die ganze Welt wird ihm nachfolgen. Hier ist seine Weihnachtssendung, die habe ich direkt vom Fernseher fotografiert. Ich mache solche dummen Dinge. Und hier steht er mit dem Buch. Er ist ein Mann des Buches. Und hier ist was Interessantes. Hier steht er und er hat Hyssop in der Hand. Er ist nämlich der Stellvertreter Jesus Christus. Die Bibel sagt, wasche mich mit Hyssop, Herr. Der Papst übernimmt diese Rolle. Und er wird euch mit Hyssop waschen, wenn ihr es so haben wollt. Die Hostie steht für den Sonnengott. Er ist der König dieser Welt. Der Wein, der steht für den babylonischen Wein. Er ist der neue Gott auf Erden. Jetzt möchte ich euch mal vorlesen, was Time Magazine sagt. Denn die Bibel hat gesagt, er stellt sich an der Stelle Christus und er macht, als ob er Gott ist. Behold, the Slavic Pope is coming. Siehe, der slawische Papst kommt. Ein Bruder der Menschen. Das ist jetzt, letzten Monat. Er gießt den Balm in der Brust der Menschheit. Und die Engelchöre fegen seinen Thron mit Blumen. Glaubt ihr das? Dass die Engelchöre den Papst den Thron fegen mit Blumen?
Ich weiß von einem anderen Thron, den es gibt, wo die Engelchöre das vielleicht tun. Aber hier ganz bestimmt nicht. Er ist der neue König der Welt. Pope denounces separation of church and state. 91, Papst Johannes Paulus sagt, es ist ein Übel, dass Kirche und Staat nicht zusammen sind in den Vereinigten Staaten und wo es auch immer passiert. Nur noch ein Ding steht zwischen Verfolgung und Freiheit. Nur noch ein Ding, das ist die amerikanische Verfassung. Wenn die fällt, dann ist es vorbei. Dann wird das Tier sprechen wie ein Drache. Chief Justice William Rehnquist would destroy our Constitution. Was sagen Sie? Das ist der jetzige. Die Mauer der Scheidung zwischen Kirche und Staat ist ein Metaphor der schlechten Geschichte. Es ist nutzlos, hilft nichts beim Gericht, es sollte abgeschaffen werden. Chief Justice William Rehnquist, das ist der jetzige, der jetzt in Amerika an der Sache ist. Und dann geht's los. Storm across America. Eine amerikanische Revolution findet statt letzten Monat. Right makes might. In Amerika zum ersten Mal gewinnen die Republikaner auf allen Ebenen. Und was heißt das für uns? Was wird passieren nach dieser Revolution? Und was für einen Einfluss wird es auf diejenigen haben, die den Glauben an Jesus Christus und seine Gebote halten? Was wird mit denjenigen passieren, die dieses Papsttum nicht akzeptieren wollen? At the next session of Congress, House of Representatives Republicans plan to introduce a constitutional amendment. Die amerikanische Verfassung muss geändert werden, sodass wieder gebetet werden kann in den Schulen. Das ist der erste Plan für jetzt. Für Januar wird es in die Wege geleitet, diesen Monat, sodass die amerikanische Verfassung sich ändern kann, sodass Kirche und Staat zusammenkommen können. Juhu! Gut, wenn das passiert, was wird dann passieren mit Siebenten-Tags-Adventisten? Denn das, nach katholischer Lehre, sind die einzigsten Protestanten, die noch da sind. Sie protestieren, sie sagen nämlich, der Sabbat gilt. Er ist mein Zeichen, dass Gott Autorität in meinem Leben hat. Aber die Vorarbeit ist schon getan. Die Welt muss wissen, dass diese Kirche ein Pariah ist. Ein schlechtes Etwas, das vernichtet werden soll. Und der Papst hat schon in den letzten Jahren gewarnt vor diesen Sekten und er hat sie Wölfe genannt. Und dann wurden die Eigenschaften der Sekte aufgezählt. Das ist die katholische Zeitung, The Southern Cross. Und die Eigenschaften, die aufgezählt werden, sind die Eigenschaften der Siebenten-Tags-Adventisten. Sie stehen im Wege. Turmbau zu Santo Domingo. Es wird vorbereitet für etwas in der Welt. Nächste Dia bitte. Hier ist ein Kreuz, ein gewaltiges Ereignis. Der Papst muss kommen und dieses neue Gebäude widmen. Hier steht es. Kein Fenster, gebaut im heidnischen Stil. Unten sind da ein paar Fensterchen. Es soll ein Museum sein. Aber es wird behauptet, dass in diesem Gebäude sind da Dinge passiert, die nicht hätten passieren sollen. Kein Mensch kann rein, keiner weiß, was da drin los ist. Angeblich sind da allerhand Apparate und Geräte, sodass eine Verfolgung und eine Vernichtung von Menschen wieder stattfinden kann. Sogar Guillotine, ganz neue, wurden hier hereingetragen. Es steht im Geist der Weissagung. Das stille, stille baut das Papsttum gewaltige Gebäude, die gebraucht werden sollen, um die alte Verfolgung des Mittelalters
wieder einzustellen am Ende der Tage. Leute, die hier gebaut haben, die nicht hier bauen durften, sind einfach verschwunden. Die, die gebaut haben, waren nicht vom Land, aber kamen von anderen Plätzen her. Was ist in diesem Gebäude? Bereitet sich das Papsttum vor auf eine Verfolgung? Hier steht Tragedy in Waco. Und dieser Mann, Koresh, ist einer, der von Satan gebraucht wurde, um den Namen der Adventisten schlecht zu machen. Der Name der Adventisten kann schon schlecht genug sein in der Welt, dass eine Verfolgung durchaus möglich ist. Satan gebraucht Menschen, die wahnsinnig geworden sind, weil sie die Wahrheit gelassen haben, um seine Wege vorzubereiten. Die schlimmsten in der ganzen Welt sind abtrünnige Adventisten. Wenn wir uns die Rockstars ansehen, so zum Beispiel Black Sabbath, abtrünnige Adventisten, Prince, abtrünnige Adventisten. Hier haben wir eine Wolke und dann dieses Foto. Das Gesicht Satans erscheint über Waco. Und da haben wir die Augen, die Nase, die Zähne. Die ganze Welt soll wissen, dass diese Gemeinde eine schlimme Gemeinde ist. Es werden Geschichten verbreitet über Adventisten in der Welt, die schreckenswürdig sind. Es wird erzählt, dass sie Leute sind, die Kinder opfern. Es wird erzählt, dass es Leute sind, die dem Wahnsinn verfallen sind. Vor kurzem war da eine Taufe in Südafrika, oder nicht in Südafrika, aber in Afrika, wo einige auf einem Boot umgefallen sind und tragisch ertrunken sind. Und dann haben die Zeitungen berichtet, Adventisten versuchen auf dem Wasser zu laufen, sie ertrinken. Und so werden schlechte Geschichten verbreitet. Und Menschen, die abtrünnig geworden sind, sagt die Bibel, wenn das erstmal gereinigt wird von dem Bösen und nicht gefüllt wird mit dem Guten, dann kommt das Böse zurück mit 7-mal so viel Bösen. Und so war es auch mit Koresh und anderen, die das Gleiche getan haben. Und ein Bild wird verbreitet, das es möglich macht, dass eines Tages, nicht zu lang in der Zukunft, eine Verfolgung losbrennen wird, so wie wir es uns nicht vorstellen können. Und das Zitat, was ich eben gelesen habe, es wird eine Zeit sein, wo wir Vertrauen in Jesus Christus haben müssen. Es wird eine Zeit sein, in dem nur ein fest gegründeter Glaube in unseren Erlöser Jesus Christus und ein festes Vertrauen durch Gehorsam zu seinen Geboten uns es möglichst machen wird, um zu überleben in der Zeit, in der wir kommen. Die Wahrheit macht frei. Unwahrheit führt zum Gefängnis. Steht zur Wahrheit, tut was richtig ist, überlasst die Folgen dem Herrn. Es gibt so viele schöne Versprechen in der Bibel. Wasser sei dir gewiss, Brot sei dir gewiss, die Plagen werden nicht nahe kommen. Wir haben nichts zu fürchten, wenn wir nur fest gegründet sind in der Burg, unsere feste Burg, Jesus Christus. Amen.